Servus zusammen, es ist Mittwochabend, es ist der 28. September um 17.37 Uhr. Der DAX rechnet bei 12.200 am Tageshoch. Ich habe das Bild ein bisschen weiter aufgezogen, damit ihr seht, woher ich die schwarzen Fibus-Zahlen habe. Hier hinten stehen die Prozentsätze. Das ist also von dem Corona-Low. Ich fand den Tag heute wirklich interessant, sehr, sehr interessant. Ganz kurz noch die blaue Linie hier. Das ist ein Gap, was wir hatten. Wo ist denn mein? Hier ist es vom 2.11.2020. Da war der Schlusskurs bei 11.788. So, damit habe ich hier die horizontalen Linien erklärt. Und gehen wir direkt heute hier rein in den Tag. Also, wir haben dieses Gap bei 12.788 nicht ganz geschlossen. Der Tiefskurs, wenn ich ihn hier richtig drin habe, und das sollte eigentlich so sein, war ja bei 11.860. Also dieses Gap ist auf jeden Fall noch offen. Aber wir haben eine sehr schöne Bewegung gemacht. Wir sind außerhalb des Bandes gewesen und wieder rein. Das sind ja die Dinger, die ich gerne mag. Über das MACD bekommen wir eine Stabilisierung, kein Kaufsignal, eine Stabilisierung. Und hier ist auch eine Stabilisierung über den Oszillator. Auch noch kein Kaufsignal. Das mag noch dauern. Was haben wir für Widerstände? Das eine ist ja dieses Low, womit wir neulich gekämpft hatten, bei 12.380. Das ist der erste sinnvolle Widerstand. Und dann hier dieser Bereich 12.600. Ich habe als Teaser gewählt, da sieht man auch was Positives. Oder wie habe ich es hier genannt? Moment, muss gerade mal gucken. Kurzfristig positive Signale. Die will ich euch zeigen, wo ich die herbekomme. Also das sind Stabilisierungsansätze. So weit, so gut. Der Abstand von dieser, vom Hoch zu diesem Low, sind 1.344 Punkte und von diesem Hoch zu diesem Low 1.704. Also schon ein bisschen größer gewesen. Von daher sollte man immer mal mit einer Gegenbewegung rechnen. Und jetzt ist mir dabei Folgendes aufgefallen. Ich gehe jetzt mal in einen 4-Stunden-Chart mit euch. Diese 4-Stunden-Kerze von 12 Uhr bis 16 Uhr ist die größte, die ich auf den ersten Blick, größte weiße, auf den ersten Blick finden kann. Die ist auch nicht so groß. Ja, da muss ich eine ganze Ecke weiter zurückgehen, um so eine 4-Stunden-Kerze zu finden. Ja, also ich will euch jetzt damit nicht langweilen, wo ich das Ding finde. Hier war sowas. Aber die kam aus der Bewegung heraus. Das war keine Umkehrkerze. Wir haben nicht ganz genau, aber doch so eine Art Bullish Engulfing Pattern. Gefällt mir gut. Wir waren auch hier aus dem Band raus. Die nächste war sofort wieder drin. Und zwar richtig, das ist eine Kerze, die hat Substanz. Das ist nicht irgendwie so ein kleines Dingelchen hier, sondern das ist eine richtig große, fette, weiße Kerze. Also bei mir weiß, bei euch wahrscheinlich grün. Ich bekomme über die traditionelle Sichtweise im 4-Stunden-Chart ein Kaufsignal und ich werde auch hier positiv über die moderne Sichtweise. Die Stochastik hat nach oben gedreht. Das gefällt mir gut. Und dann habe ich halt hier diese Widerstände 12.380, macht das jetzt, das ist dann ungefähr hier, hinter dem 20er gleitenden Durchschnitt und dann die 12.600. Wenn jetzt keine fiesen Nachrichten kommen, irgendwelche Pipelines wieder irgendwo explodiert oder was auch immer, muss ich eigentlich vor dem Hintergrund der Technik davon ausgehen, dass wir uns mindestens bis hier oder 12.380 bewegen. Da sind wir hier. Rechne aber sogar mit der 12.600. Mir gefällt es gut hier. Nochmal, das ist so eine stabile Kerze. Der Umsatz war auch gut und sie war auch schwierig zu handeln. Ihr seht jetzt hier, ich mache das Fadenkreuz raus, da kam immer wieder Hochgemüt und zack auf die Nase, Hochgemüt und zack auf die Nase. Immer wieder das Gleiche. Hatten wir auch gestern, wobei, das also gestern am Freitag, wobei, das war ja nur so eine Seitwärtsbewegung. Und dann aber jetzt ist endlich mal eine Kerze, die gleich zwei vernascht. Eins, zwei. Das hat schon länger nicht mehr gegeben. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das macht mich glauben, dass wir diese 11.788 hier, dieses Gap hier, zwar noch offen haben, aber dass das der Anblick dessen gereicht hat, dass wir hier weiter hochgehen können. Jetzt noch eine Geschichte, die euch vielleicht hilft. Nehmen wir mal den 15-Minuten-Chart. Der war heute schwer zu handeln, fand ich schon. Vor allen Dingen, der war extrem schnell. Das waren ja teilweise 50 Punkte in 7, 8, 9, 10 Sekunden. Wie dem auch sei. Wenn so eine Bewegung hier kommt, ist es völlig normal, dass der auch mal korrigiert.
Jetzt mache ich das mal so. So. Der ist gestiegen. Ich mache das mal hier rüber, dass es ein bisschen deutlicher ist. Moment. Bis zum Ende. So. Der ist dann hier ein bisschen höher, bis der ist dann hier gestiegen und macht eine Korrektur bis zum 61er Retracement. Das darf er. Das darf er machen. Damit ist noch nichts passiert. Das ist einfach nur schnelle, heftige Bewegung und dann ein zur Seite drehen hier auf diesem Niveau bei dem 61er Retracement. Ich kann mir vorstellen, dass wir sowas hier auch irgendwann mal machen. Probieren wir es mal aus. Angenommen, ich vermute, dass das jetzt hier das Hoch ist. Glaube ich zwar nicht, aber ich vermute das mal. Dürfte der jederzeit nochmal auf die 12.050 runterfallen? Das dürfte er machen. Damit wäre diese Bewegung, der Ansatz dieser Bewegung, immer noch in Ordnung. Also was ich jetzt mache, ich warte mal ab, bis es hier eine Topbildung gibt. Dann lege ich diese Fibos an und dann schaue ich, wie weit der da runter geht. Aber nochmal, das hat er hier auch gemacht, das darf er machen. Die Fibos im Tageshandel sind durchaus auch eine Hilfe und dafür sind sie auch gedacht. Wir sind jetzt im 15-Minuten-Chart, natürlich nach dieser Bewegung hier sind wir völlig überkauft, aber da will ich auch gar nicht mit euch drauf schauen. Das ist ja dann schon wieder Daytrading-Stuff. Ich gehe mal zurück auf die 4 Stunden. Nehme das hier raus, damit es keinen stört. Löschen. So. Also ich finde, wenn ich das hier nur so anschaue, das gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, bis 12.600, da sind wir hier, hat der für mich durchaus Platz. Das ist ja nicht viel, das sind nur noch 3%. Also das gefällt mir, der Aufbau von diesen Kerzen gefällt mir recht gut. Bullish Engulfing, Außenband raus, ins Band rein, gefällt mir wirklich gut. Mag ich in Unterstützung von diesen Techniken, finde ich gut. Folgende Scheine habe ich. Und zwar einmal einen mit 11.603, den hatte ich im Chat auch genannt, da sind wir hier unten. Man kann natürlich auch höher gehen, es gibt höhere, 11.850 und so Geschichten, weiß ich nicht. Ich wache hier jeden Morgen auf und gucke auf NTV, gibt es da irgendwie was Neues? Und ich finde, das eskaliert momentan schon sehr stark da drüben. Ja? Deswegen bin ich schon ein bisschen weiter weg, aber ich würde jetzt keine 11.000er nehmen. Das wäre mir, wenn da wirklich was Schlechtes kommt, dann machen wir nämlich die 600 Punkte nach unten auf und dann bin ich dabei und das will ich nicht haben. 11.603 mit dem Hebel von 21, der dürfte jetzt nur noch so 20,5 sein, halte ich für absolut sinnvoll. Das ist die GC425V. Als Put habe ich eingewählt, 12.947, da bin ich hier hinter dem oberen Band. Das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Ich meine, da war auch die 20-Tage-Linie. Jetzt gucken wir es nochmal ganz genau. Klack. Ne, die ist doch, ja, hier. Die ist bei 12.757. Nochmal die Scheine rein. Also ich liege mit diesem Schein 12.947 hinter der 20-Tage-Linie. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist ein Sicherheitsabstand. Der hat jetzt momentan einen Hebel von 16. Der wird natürlich ein bisschen höher. Das ist die GZ0C95. Also ich denke, der hat kurzfristig durchaus Chancen, hier bis Freitagabend, Montag hinein nochmal zu steigen. Momentan hier und jetzt sehe ich keinen Grund, den Short zu gehen. Ich glaube, dass sich einige Werte da auch schon stabilisiert haben. Dazu zählt auch sowas wie Hypoport. Das hatte ich ja neulich mal gemacht. Schaut euch da mal das Band an. Bei Warta ist es noch nicht ganz so. Die haben noch nicht das obere Band, das dreht. Aber ich werde hier kurzfristig ein wenig vertrauensvoll zu dem Markt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.